Im letzten Clip haben wir gesehen, wie man sich eine grobe Verteilung von Belegen auf eine bestimmte Kategorie ausgeben lassen kann. Und hier schauen wir uns an, wie man die Abfrage direkt nach dieser Kategorie eingrenzt. Angenommen, ich möchte untersuchen, wie Adverbien auf Lean gesprochener Sprache verwendet werden. Dann gibt mir diese Abfrage aber natürlich alle Belege aus dem Korpus und auch Group nützt mir hier nichts, weil Group Last Match Text Mode nur die grobe Verteilung auf das Attribut zurückgibt. Also muss schon unsere Suchanfrage eine Bedingung enthalten, die uns die gewünschten Belege aus dem gesamten Korpus quasi rausfiltert. So eine Bedingung hängt man an der Anfrage hinten an. Wir rufen also die nochmal auf, löschen das Semikolon und setzen dann zwei Doppelpunkte. Damit weiß CQP, dass jetzt eine Bedingung auf Strukturattribute folgt. Ob Sie da übrigens Leerzeichen um die Doppelpunkte setzen, spielt keine Rolle, nur zwischen den Doppelpunkten dürfen keine stehen. Eine Bedingung auf Strukturattribute hat dann folgendes Muster. Matchpunkt dann kommt der Name des Attributs, nach dem Sie eingrenzen wollen. Und in unserem Fall, wo wir nur gesprochene Belege haben wollen, ist das ja Text Mode. Dann folgen Gleichzeichen, Anführungszeichen und der Wert des Attributs. In dem Fall ist das Spoken. Dieser Teil ist also eigentlich genau die Syntax, die Sie auch von Word oder Class kennen. Zwischen den Anführungszeichen steht der jeweilige Wert des Attributs. Hier müssen Sie also die Werte kennen, die ein Attribut haben kann. Jetzt finden wir 8600 Adverbien auf Lie im gesprochenen Teil des BNC Baby. Und dass das nur Belege aus dem gesprochenen Teil tatsächlich sind, können wir natürlich überprüfen. Group Last Match Text Mode. Für die Bedingungen bei Strukturattributen kann man zwischen den Anführungszeichen auch reguläre Ausdrücke verwenden, genau wie bei den Positionsattributen. Angenommen, ich möchte meine Belege auf geschriebene Sprache eingrenzen aber nur auf den Teil, der aus der Wissenschaftssprache kommt. Werte für die Kategorie Wissenschaft beginnen alle mit W Doppelpunkt AC. Man kann sich sowas übrigens auch mit Group Last Match Text Genre prüfen, weil in Text Genre das steht, worauf wir jetzt eingrenzen wollen. W steht hier für Written, dann kommt ein Doppelpunkt und danach eine Subklassifizierung und AC ist das, was wir suchen. Dann gibt es noch Unterklassen wie Net Science für die Naturwissenschaft, Humanities, Arts, Geisteswissenschaften oder Soc Science für die Sozialwissenschaften. Wenn ich also alle Belege aus dem Wissenschaftsteil haben will, dann kann ich das mit regulären Ausdrücken abbilden. Also für unsere Anfrage, abgesetzt mit Doppelpunkten, Text Genre ist gleich W,ac, dann ein Punkt. Und ein Sternchen, weil der Wert, auf den ich eingrenzen will, mit dieser Kette beginnt, ist mir aber egal, ist wie er weitergeht. Wir prüfen unsere Abfrage mit Group Last Match Text Genre und sehen, dass nur WAC-Belege gefunden wurden. Ich könnte auch nur einen Teil dieser Unterkategorie suchen. Angenommen, mich interessieren nur Belege aus den Natur- und Sozialwissenschaften. Dann kann ich das mit regulären Ausdrücken verbinden. Matchpunkt, Text Genre ist gleich wie Doppelpunkt, AC, Doppelpunkt, Klammer auf, Nat science oder Soc-Science, Klammer zu. Bedingungen verbinden kann ich dann auch übrigens mit und oder oder Operatoren. Aber für fast alle unsere Zwecke reicht es in der Regel, das richtige Strukturattribut zu finden. Wichtig ist, genau wie bei den Bedingungen auf Token, ist auch hier alles Case-Sensitive. Angenommen, ich gebe den Wert des Attributs nicht genauso ein, wie ein C-Coupé hinterlegt ist, also etwa das W als Kleinbuchstaben, dann wird kein Treffer gefunden. Aber natürlich gilt auch hier die Logik mit dem Prozent-C-Operator. Setze ich diesen hinter die Anführungszeichen, bekomme ich auch meine Treffer. Also das Muster, was auf den ersten Blick so kompliziert aussieht, ist eigentlich ganz einfach. Bedingungen, die sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, werden klar getrennt. Positionsattribute stehen links, dann kommen zwei Doppelpunkte und rechts steht die Bedingung auf dem Strukturattribut. Es spielt übrigens keine Rolle, ob Sie vor dem Doppelpunkt die einfache Abfragesyntax oder die mit der Klammernotation verwendet haben. Das Prinzip von attribut kombination ist auf beiden Seiten gleich. Man muss lediglich rechts bedenken, dass statt Klammer die Matchpunktnotation vor dem Attribut steht. Dieses Prinzip ist also CQP-spezifisch und Namen und Werte von Attributen sind Korpus spezifisch Infos dazu findet man unter ShowCD und meistens auch mit dem Infobefehl und zum allgemeinen Prinzip und seiner Anwendung finden sich auch Hinweise im Cheat Sheet.